Sollten die Corona-Zahlen weiterhin ansteigen, können sich der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister vorstellen, strengere Regelungen für Ungeimpfte einzuführen. Beispielsweise steht eine 1G-Regelung im Raum. Was halten Sie davon? Ja, sicher. Ich denke schon, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ich meine, man sollte sich impfen lassen. Also ich glaube eigentlich, natürlich möchte ich so viel beschränken, also für mich selbst, aber also allgemein ist gut für die Bewegung, für das Land. Und ich möchte natürlich eine sichere Leine und sicheres Leben. Ja, ich halte das für nicht unvernünftig. Und warum? Es bestehen die Gefahren. Ich meine, das ist jetzt lächerlich, wenn man das leugnet. Halte ich grundsätzlich für vernünftig. Und warum? Ja, weil wir doch wir als Gesellschaft dann als Ganzes Solidarität zeigen müssen. Vor allem, wir müssen ja Leute schützen, die irgendwie zu Risikogruppen gehören, Ungesunde. Ich habe selbst kranke Menschen in meiner Familie. Deswegen halte ich das als ein gutes Argument. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Verschärfungen sind schon nötig, wenn die Zahlen weiterhin steigen. Also ich bin zum Beispiel geimpft. Also auf mich würde sich das gar nicht beziehen. Aber ich weiß nicht, es ist schwierig zu beantworten. Zwiespaltig ziemlich. Ja, ich meine, bis zu einem gewissen Grad müssen dann die Bürger auch Selbstverantwortung übernehmen. Also das kann man ihnen ja auch nicht lassen von der anderen Seite. Ist ja halt doch ein schwieriges Thema. Aber in dem Fall kann man einfach nur, in dem Fall einfach nur ja oder nein, also schwarz oder weiß entscheiden. Und da finde ich schon, dass die Regelung in dem Fall auch streng sein sollte. Ich bin der Meinung, dass es momentan nicht so sehr gelockert werden müsste, zum Beispiel die Einreise von anderen Staaten. Und es wird schade sein, wenn es noch zu einem Lockdown kommt, weil wir hatten alle schon genug davon.